Herzlich willkommen zu einem neuen Video von kreativekiste.de. Heute soll es um den Logo Betriebsstundenzähler gehen. Der hat drei Kontakte, R, EN und RAL. Ich mache mal einen Doppelklick, dass man auch sieht, worum es geht. Bei dem Betriebsstundenzähler kann ich ein Wartungsintervall einstellen. Zum Beispiel alle 5 Stunden müssen die Filter getauscht werden. Und ich kann sagen, was die Startzeit denn ist für den Betriebsstundenzähler. Vielleicht gibt es ein neues Logo, vielleicht wurde ein Motor getauscht oder irgendwas. Dann kann ich sagen, dieser Motor, dieses Logo hatte davor 200 Stunden und dann kann ich das hier schon mal eingeben. Mit dem Eingang R setze ich lediglich den Wartungsintervall zurück. Also, wenn ich hier jetzt den F3, wenn ich jetzt hier den I1 betätige und wieder loslasse, dann ist die Wartungszeit, die abgelaufene Wartungszeit zurückgesetzt. Sobald der EN-Eingang aktiv ist, beginnt die Zählung der Betriebsstunden und RAL steht für Reset All. Da wird also dann sowohl die Betriebsstunden als auch die Wartungsstunden zurückgesetzt. In der Simulation funktioniert der Zähler logischerweise nicht, macht ja auch keinen Sinn. Das Einzige, was bei diesem Zähler nicht so ganz oder gegebenenfalls nicht so gut ist, dass er erst nach einer Minute anfängt zu zählen. Also, wenn es ziemlich genau sein soll, eure Zählung, oder ziemlich oft ein- und ausgeschaltet wird, dann ist der Zähler nicht der richtige. Überwache ich eine Lüftungsanlage, die 5 Stunden am Tag läuft und 5 Stunden steht, ist das völlig egal. Aber habe ich kurze Zyklen von 2, 3 Minuten, von 5, 6 Minuten, dann ist dieser Zähler der falsche. Da werde ich noch ein weiteres Tutorial machen, wie man denn den Betriebsstundenzähler macht, der auch wirklich auf 10 oder auf eine Sekunde genau zählt. Genau, aber das war es eigentlich zum Betriebsstundenzähler. Mit R resette ich eben den Wartungsintervall, der wird dann zurückgesetzt auf eben 5 Stunden. Mit EN wird der Zähler dann aktiviert, sobald also hier an EN die Spannung des Signals anliegt, beginnt der Zähler eben nach einer Minute zu zählen. Und Reset All bedeutet eben, dass ich auch meine Betriebsstunden, also die Betriebsstunden und mein Wartungsintervall beides zurücksetze. Wenn der Wartungsintervall überschritten ist, wenn also 5 Stunden vorbei sind, dann wird eben der Ausgang Q1 angeschaltet. Da kann eine Wartungslampe dran sein oder die Lüftungsanlage darf nicht mehr laufen oder irgendwas anderes. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch den Betriebsstundenzähler etwas näher bringen.